Wieder gibt es Aufregung um den ehemaligen Präsidenten Donald Trump, denn der hat, so jedenfalls seine Kritiker, gerade es fertiggebracht, auf dem Grab des gerade verstorbenen Kriegshelden Colin Powell herumzutanzen. Colin Powell ist in den letzten Tagen verstorben. Donald Trump hat eine Presseaussendung publiziert, die sehr ungewöhnlich ist, besonders nach dem Tod berühmter Menschen. Denn Donald Trump hat sich voll eingeschossen auf Colin Powell. Er hat zutage gebracht, dass Colin Powell als Außenminister unter George W. Bush schwere Fehler gemacht hätte in der Vorbereitung für den zweiten Golfkrieg, der Invasion des Irak. Colin Powell hat im Vorfeld des Krieges behauptet, dass es Massenvernichtungswaffen gäbe im Irak, dass es hier Beweise gäbe. Das hat sich als falsch herausgestellt. Colin Powell selbst hat das auch als schwarzen Fleck in seiner Karriere zugegeben. Doch Donald Trump hat sich hier wirklich eingeschossen auf jemanden, der sich nicht mehr wehren kann, der bereits verstorben ist. Er hat Colin Powell auch als Rhinoceros bezeichnet. Das ist ein typischer Begriff von Trump für parteiinterne Kritiker, also kritische Stimmen innerhalb der Republikaner. Donald Trump sagte dann auch, er würde hoffen, dass die Medien auch zu ihm so nett sein würden, wenn er versterben würde. Offensichtlich ging es bei dieser Stellungnahme nur um ihn selbst und genau das wird jetzt auch kritisiert. Der Sender CNN sagte, man hat neuerlich gesehen, dass es bei Donald Trump immer noch tiefer gehen kann.